Die heikelste Bauphase im Verlauf des Stadtplatzumbaus war der Umbau im Bereich des unteren Stadtplatzes. Enge Abstimmung zwischen allen Beteiligten war gefragt. Denn während der Arbeiten im Bereich der Fahrbahn war eine Vollsperrung erforderlich. Ursprünglich als letzte Phase im Herbst 2014 geplant, wollten die Verantwortlichen das schöne Wetter im Frühling nutzen, um diese Phase anzugehen. In der Verkehrsabwicklung, sonst hätten wir hier eventuell auch wieder die Situation gehabt, über vielleicht nicht überschaubaren Zeitraum eine Vollsperrung des ganzen Bereichs zu erwirken, und das wollten wir eigentlich aufs Minimum beschränken. Konkret loslegen konnten die Bauarbeiter im Bereich der Seitenflächen vor dem Gasthaus Donhauser. Der Asphalt wurde Stück für Stück herausgenommen, der Unterbau vorbereitet und dabei tauchte das ein oder andere Schmuckstück auf. Hier im Bild ein sogenanntes Katzenauge, ein Kopfsteinpflasterstein, der früher auf dem Platz verlegt war. Im Laufe der Jahre sind sie unter grauem Asphalt verschwunden. Auch wenn die Bauphase im Frühjahr lag und der nächste Winter noch weit weg schien, galt es zügig zu arbeiten, um die Behinderungen für die Anlieger so gering als möglich zu halten. War der Unterbau vorbereitet, konnte man schon auf dem Schotterbett erkennen, wo einmal ein Baum stehen wird. Der Verkehr wird übrigens erst mit dem Aufreißen der Fahrbahn komplett gesperrt. Während der Sperrung ist es noch wichtiger, dass die Geschäfte erreichbar sind, um die Umsatzeinbußen so gering als möglich zu halten. Also unsere Geschäfte im unteren Stadtplatzbereich, die waren also fußläufig immer erreichbar. Aber es hat natürlich auch Probleme gegeben für ältere Personen, für Familien mit Kinderwägen oder so. Die mussten halt dann entweder ihren Einkauf nach hinten verschieben oder sind vielleicht doch woanders hingefahren. Und natürlich die deutlich geringere Anzahl an Parkplätzen hat einfach dazu geführt, dass wir wirklich um jeden Kunden kämpfen mussten. Gerade in der Zeit war es ganz wichtig, dass man den Leuten Anlässe gibt, damit sie in die Innenstadt kommen und sehen, dass die Geschäfte auch offen haben. Teppich und Wegweiser sind gut für die Menschen, die schon in der Stadt sind und ihren Weg suchen. Der Stadtkümmerer versuchte in dieser Zeit in enger Abstimmung mit den Geschäften, möglichst viele Menschen in die Stadt zu bringen. Coupons mit Angeboten der Innenstadthändler und die Information auf der Website waren zwei weitere Wege, um die Besucherfrequenz hochzuhalten. Immer öfter sieht man Fahrradfahrer wie Pfitscherpfeile an einem vorbeisausen. Das Geheimnis? Unterstützung eines Elektromotors. Auch Elektroautos kommen immer mehr in Mode. Selbstverständlich für Hemau, sich diesen Trends nicht zu verschließen. An einer E-Zapfsäule können Radler ihre Flitzer aufladen, wenn sie am sanierten Stadtplatz eine Pause machen. Und auch E-Autofahrer können die Einkaufszeit nutzen, um das Fahrzeug aufzuladen. Die Entwicklung der E-Mobilität wird für unsere Gesellschaft in den kommenden Jahren eine besondere Herausforderung werden. Eine E-Zapfsäule gehört heute zur modernen Platzgestaltung dazu. Außerdem ist es ein echter Standortvorteil für alle Geschäftstreibenden in der Stadtmitte. Massive Veränderungen gab es auch im Bereich des Stadtplatzes. Verlief die Straße bisher auf der Sonnenseite des Platzes, haben die Planer die Fahrbahn verschwenkt und nach Süden verlegt. Jetzt fahren die Autos wirklich durch die Mitte des Platzes. Damit gibt es vor den Geschäften und Wirtshäusern mehr Freiräume für Freisitze, Warenauslagen und das städtische Leben. Man kann wunderbar auf der Sonnenseite beim Brunnen sitzen, sollte das aber mal zu heiß werden, dann ist es kein Problem, auf die andere Seite, in die dortige Gastronomie, auf der Schattenseite zu wechseln und etwa beim Trinkwasserbrunnen statt beim großen Brunnen zu sitzen. Frank Becker-Nickels hat sich schon beim ersten Besuch in Hemau überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, die Straße zu verschwenken, um genau den Effekt zu bekommen, den er sich wünscht. Freiflächen für die Menschen. Außerdem war ein weiteres Ziel der Planer die Reduktion des Verkehrs insgesamt, aber auch der Geschwindigkeit. Die Abstufung der B8 und die damit verbundene Verlegung auf die Umgehungsstraße ermöglicht dieses Tempo 30 erst. Durch die geschickte Anordnung der Parkplätze, nämlich senkrecht zur Straße, werden Flächen für die Fußgänger nutzbar,
die bisher nur den Autos zur Verfügung standen. Auf dem Stadtplatz sollen alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sein. Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer und auch die jeweiligen Bereiche respektieren. Das heißt zum Beispiel, die Autofahrer sollen nicht parken, dort wo Fußgänger verweilen sollen.